Ja, hallo, hier ist wieder Krillo. Ich heiße euch willkommen zurück zu RimWorld. Wir haben ja jetzt in den letzten beiden Videos, ja, davor auch schon ein wenig, aber jetzt verstärkt hier unsere Verteidigung gebaut, um hier diesen mysteriösen Raum zu öffnen. Das werden wir gleich auch machen. Allerdings würde ich ganz gerne erst noch die Nacht hinter uns bringen, damit hier alle ausgeschlafen sind, gefrühstückt haben, falls wir doch noch eingreifen müssen und unsere Geschütze das nicht schaffen. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass wir hier auch so einen Raum hatten. Das heißt, wir könnten ja eventuell auch diesen Raum von dieser Seite aus dann mal angehen. Also mal schauen. Erstmal ist hier gesagt, vielleicht ist das ja auch, wenn wir das Ding aufmachen, das Ende unserer Kolonie. Das ist natürlich auch möglich. Ich weiß nicht, was uns da genau erwartet. Das Einzige, was ich immer mal wieder so aus den Kommentaren rausgelesen habe, dass es schwierig wird. Ja, so die Fleischfresser musste ich nochmal eben schauen, aber ja, das habe ich jetzt richtig eingestellt, dass die hier alles einsammeln können. Das werden die dann hoffentlich gleich auch am nächsten Tag machen. Jetzt bringen wir mal schnell die Nacht hinter uns. So. Ja, ich glaube, so langsam können wir dann. Ich würde mal sagen, wir öffnen das Ganze hier. Warten eben, dass da jemand kommt. So, jetzt müssen wir langsamer werden. So, jetzt, was haben wir denn hier? Wir haben hier einen Lanzer, okay. Wir haben hier eine Raupe. Eine Tierstörwelle. Was ist das? Ein einmal Breitband-Psycho-Artefakt. Es füllt den einfachen Verstand von Tieren in der Region mit erschreckenden Sinneseindrücken, sodass sie alle in einen menschenjagenden Wutanfall verfallen. Oh mein Gott. Eine Schocklanze. Was ist das hier noch? Eine gute Energierüstung. Oh, okay. Luciferium, das erlauben wir nicht. Das soll am besten verbrannt werden. Ja, ich wollte aber eigentlich was anderes machen. Ich wollte nämlich diese Tür hier schon mal verbieten. Und dann schicken wir Krillo hierher zurück. Und dann verbieten wir auch die Tür. Oh, was ist das? Hä? Ach so. Antike Krypto-Schlafkapseln, da sind die jetzt. Ah, da waren Leute drin. Okay. Die sind uns aber auch feindlich gesinnt. Okay, dann haben wir es mehr als mit der Raupe und dem Lanzer zu tun. Dann haben wir sogar 5 Gegner. Ändert. Ach, die bekämpfen sich jetzt gegenseitig. Okay. Leer. So. Und was machst du da, Andromeda? Dann packen wir dich doch auch mal eben in die Safe Zone, dass du abhaust. Und jetzt ist die Tür verboten und dann kommt da keiner mehr rein. Jetzt. Oh, wir haben hier den ersten schon erledigt. Stanley, ein Kräutersammler. Und die beiden kämpfen jetzt noch gegen die Raupe. Schauen wir mal, wie das ausgeht. Okay, Mike, der Chef, ist auch tot. Ui. Die Raupe schießt ja lustig. Schaut euch das mal an. Genau, Schießen ist anders. Die trifft ja alles, aber nicht den Gegner hier. Ist noch bei 100%. Und die Raupe bei 22. Das ist, glaube ich, ein ziemlich ungleiches Duell. Uiuiui, wie viele Verletzungen die Raupe hat. Oh, aber ein Treffer hier, 36% weg. Tod in 9 Stunden, das kommt uns natürlich entgegen. Jetzt ist die Raupe auch tot. So, dann dürfte jetzt. Oh.
Ach ja je. Okay, jetzt haben wir alle erwischt. Dann öffnen wir mal hier die Türen und Krille und Lea, die im Kampfmodus sind, werden erlöst. Jetzt mal erstmal hier das Feuer löschen. Hier sind alle tot. So, was haben wir hier? Schwere Maschinenpistole erlauben wir. Leichtes Maschinengewehr. Plastahl, natürlich. Die Energierüstung. Mike, den Chef. Ja, den können wir auch erlauben. Luciferium erlauben wir nicht. Die Schocklanze. Die tote Raupe. Und die Tierstörwelle lagern wir auch alle ein. Die Kryptoschlafkapsel nehme ich mal in Sitz. Ja, und dann war das jetzt sehr viel unspektakulärer, als ich dachte. Was haben wir hier noch? Ein neues Gebiet wurde entdeckt. Hier sind antike feindliche Mechanoiden. Das war ja fast langweilig. Na komm, dann nehmen wir doch das hier mal in Angriff. Wir graben uns hier hindurch. Oh, Hunter repariert hier gerade. Okay. Forschung abgeschlossen. Flachbildfernseher. Na, dann bauen wir uns mal gleich ein, aber erstmal schauen wir, was wir als nächstes erforschen. Ich würde mal sagen, Transportkapseln. Ja, das klingt interessant. So, was passiert dann mit der Raupe wohl? Die gehörten zu den Mechanoiden, die zerlegt werden müssen, oder? Oh, unser Lager hier ist voll. Na, wobei das meiste aufgeräumt ist. Okay, Nahrung, hier fehlt noch eine ganze Ecke. Aber hier oben ist alles weg. Aufgaben durchschauen. Okay. So, wer war denn Nahkämpfer? Hunter war, glaube ich, Nahkämpfer, ne? Da. Ja, wo ist die Energierüstung hingebracht worden? Dort, nein. Die muss ja irgendwo hier liegen. Ja, wer hat sie schon gefunden? Ich noch nicht. Bin ich denn blind? Ja, wahrscheinlich bin ich blind. Da liegt eine der neuen Waffen. Ich finde sie wirklich nicht. Ich schaue einfach später nochmal. Da ist noch nichts gegraben. Achso, wahrscheinlich, weil erstmal hier noch gegraben wird. Ja. Wisst ihr was? Wir brechen das erstmal ab, damit Julian hier oben das freigräbt. Ich möchte gerne dann noch den zweiten Teil auch angreifen.
Okay. Das war ein Kurzschluss. Bitte hier löschen. Tut mir leid, dass ich eure Nachtruhe unterbrechen muss, aber wir haben ein Feuer zu löschen. Welche Tiere sind denn noch hier am Horn? Es sind nur zwei. Aber die sind auch dafür bei... extremer Nahrungsmangel. Flossi, so, wo darfst du denn hin? Achso, du bist nur in der Safe Zone. Wir packen einfach mal alle Fleischfresser in die Fleischfresserzone und die anderen in die Pflanzenfresserzone. Wir haben in der Regel keine wilden Tiere, die uns angreifen. Und falls doch, oh ja, hier ist ein Wüstenfuchs, den knöpfen wir uns mal direkt vor. So, wer gehört zu unseren Jägern? Jagender. Kenny. Kenny direkt hier mal Prioritäten setzen. Krillo ist auch schon dran. Ja, das war's schon. Ne? Julian. Was, wieso erntest du Mais? Oh ne, Fabian war das, nicht Julian. Aber Fabian erntet auch. Bergbau macht Julian. Habe ich denn hier oben was falsch gemacht? Nochmal. Jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Bergbau. Julian. Okay. War ich doch erst richtig. Ah, es ist kein Weg vorhanden. Okay. Dann können die also über die Geschütze nicht drüber weglaufen. Oh, das ist aber hier sehr nah dran. Na komm, wir wollten Action. Wir kriegen Action. Ich muss wieder hier aufpassen. Diese Tür hier können wir schon mal verbieten. Mal eben warten, dass jemand kommt. Die Transportkapseln sind abgeschlossen. Baue suborbitale Transportkapseln, mit denen Personen und Vorräte schneller über weite Strecken transportiert werden können. Kann für Überfälle, schnelle Reisen, das Verschicken von Geschenken und vielen mehr verwendet werden. Okay. Was auch immer das genau bedeutet. Wir machen mal den Urankugelgeschützturm. Der klingt noch mal ein bisschen spektakulär. Ja, ich denke, das hier wird vor der Nacht nichts mehr. Dann müssen wir mal eben auf schnell schalten.
Hier haben wir natürlich gleich ein Problem, ne? Wenn die Gegner hierher kommen, können wir die gar nicht treffen. Weiß nicht, ob wir die vielleicht... Kann man die auch umbauen? Ne, man könnte die höchstens abreißen. Aber da bekommen wir nur einen Teil der Ressourcen zurück. Ne, dann machen wir das noch anders. Wir reißen das nicht dort auf, sondern wir sind ja schlau. Wir graben hier und machen dann von hier die Tür auf. Das dürfte noch ein bisschen besser funktionieren. Oh ja, hier, jetzt haben wir ganz viel abgebaut und das Lager ist voll. Das freut mich. Das hier ist noch nicht repariert. Das würde ich gleich mal gerne Mike aus. Wir haben keinen Stahl? Uff. Okay, dann muss Julian gleich wieder auch an anderer Stelle graben. Psychisches Brunnen, mittelweiblich. Also für unsere weiblichen Kolonisten ein mittleres, das kann schon mal ein bisschen stören. Kann doch nicht sein, dass ich diese Energierüstung hier nicht finde, mein Gott. Die sah doch total auffällig aus. Moment, kann ich die nicht mir hier auswählen? Da scheint sie auch nicht dabei zu sein. Ja. Aber sie ist hier oben. Weg, ja. Wo kann die denn sonst liegen? Hier nicht, hier nicht. Hier, aber da ist sie nicht drin. Hier ist sie auch nicht drin. Ach, oder hat Julian die schon angezogen? Oh. Mein Gott, bin ich dämlich. Julian, bitte ablegen. So, und jetzt kommt Hunter, der Nahkämpfer ist, und soll die bitte anziehen. So, und Julian zieht bitte das an. So, und ja, jetzt haben wir es ja auch besser. Dann können wir hierher gehen und das einreißen. Das machen wir auch mal auf jeden Fall. So, Krillo, weg da. Burkhard. Weg da. Da ich ja jetzt hier nicht mehr auf trächtig oder nicht trächtig achte. Alle Tiere in die Safe Zone. Oh oh. Oh oh oh. Puh. Hunter, weg da. So, Tür. Nicht erlauben. Perfekt, so. Raus aus dem Kampfmodus. Ihr könnt... Oh. Achso, die schießen auf den, okay. Hoffentlich. Oh, oh, oh. Das nimmt kein gutes Ende, glaube ich.
Ne, der erste ist schon mal hin. Ah, der ist auch hin, das ist gut. Jetzt muss dieses Geschütz eben... Oh, das passt so gerade eben noch. Ui, ui, ui. Ich glaube, das Geschütz muss gleich auch noch dran glauben. Ja, das explodiert gleich. So, warum kommt die Raupe? Jetzt kommt sie, okay. Aber wenn die hier gleich um die Ecke kommt, dann dürfte es dort Saures geben. Jo, perfekt. Okay, Tür öffnen, Tür öffnen. Was haben wir denn hier Schönes? 4 Hightech-Bauteile und ein Doomsday-Raketenwerfer. Das klingt ja auch. Ein Wegwerfraketenwerfer, der ein riesiges explosives Projektil verschießt. Gut gegen große Gruppen schwacher Gegner. Startet Feuer. Das klingt gut. Ein neues Gebiet wurde entdeckt. Hier sind antike, feindliche Mechanoiden. Ja, was ist hier drin? Ach, da, die kann ich öffnen. Die hier sind geöffnet, ja, okay. Was passiert hier jetzt noch? Krillo kniete nieder und erklärte Torgan, ui, dass er den Rest seines Lebens mit Torgan verbringen will. Na, ich mach ja Sachen. Torgan hat zugestimmt und die beiden sind jetzt verlobt. Irgendwann in den kommenden Tagen oder Jahreszeiten werden sie ihre Hochzeitszeremonie abhalten und alle Kolonisten dazu einladen. Überlege dir einen Hochzeitsplatz aufzustellen, wenn du kontrollieren willst, wo die Zeremonie stattfindet. Mensch, das sind ja mal schöne Nachrichten. Ja, hier wird alles instand gesetzt. Ich bin sehr gespannt, ob sich die von alleine öffnen. Jetzt, wo wir das hier freigelegt haben, aber es sieht nicht danach aus. Hier sieht man jetzt auch, wie groß so ein Raum sein kann, ohne dass er einstürzt, ne? Oh, wir haben 17 Bauteile, Mensch. Wenn wir 17 Bauteile haben... Achso, das hier wurde nicht gebaut, weil wir keinen Stahl haben. Dann gehen wir hier doch mal her und... Graben hier ein klein wenig rum. Strom ist gerade ein Problem. Kein Wind, keine Solar Power. Jo, da wird es mal knapp, ne? Was war das? Muss. Ach so, muss abbauen, ja, weil ich da was abbauen wollte, ja. Gut, aber diese stromlose Nachtphase können wir auch ein bisschen schneller überspringen. Und da ich neugierig bin, gehen wir doch mal her und öffnen den Kryptoschlafkapseln oder machen wir das erst im nächsten Video. Ich würde vorschlagen, um den Spannungsbogen etwas aufrechtzuhalten. Die meisten werden es eh kennen, aber für mich ist es neu. Wir machen das erst im nächsten Video. Ja, okay, gut. Dann sage ich mal wieder Dankeschön fürs Reinschauen. Sorry für den kleinen Verzögerer. Und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Krillo.